was können wir von solchen High-Performern lernen? Wenn du einen Tag stehen bleibst, verlierst du das Ding. Wenn du einen Tag stehen bleibst, drop down. So Leute, das war das Stare-Down. Ich wollte jetzt den Torben hier nicht demoralisieren, deswegen habe ich vorhin abgebrochen. Es geht jetzt um die Predictions. Floyd Mayweather versus Conor McGregor. Aber das viel Wichtigere, was können wir von solchen High-Performern lernen? Ich habe auf Floyd Mayweather gesetzt. Ganz, ganz klar. Ich erkläre auch ganz kurz, warum. Erstens, jemand, der eine Sache macht, wird immer besser sein, wie jemand, der mehrere Dinge macht. In 10 Kämpfen wird nie so gut zu einem Sprinten wie ein echter Sprinter. In 10 Kämpfen wird nie so gut zu einem Speerwerfen wie ein echter Speerwerfer. Deswegen Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, ich glaube einfach, er ist abgeklärter, er ist routinierter. Klar, er ist ein bisschen älter, aber ich glaube, er ist abgeklärter, er ist kühler, er ist strategischer. Und jetzt noch einen dritten Punkt wählen müsste. Ich glaube sogar, dass der Conor weniger Druck hat als der Floyd Mayweather. Weil, wenn Mayweather verliert, hat er eigentlich komplett Boxen zerstört. Er hat sein erstes Mal verloren, Boxen blamiert und im Endeffekt hat er gegen jemanden verloren, der nicht mal ein echter Boxer wäre. Das heißt, er hat ja noch mehr Druck eigentlich. Er muss wirklich gewinnen, wenn McGregor verliert. Er hat sowieso schon mal verloren gegen den Veganer, gegen Nate Diaz. Wiegen Power-Leute, noch mehr Ausdauer. Im Endeffekt ist es wirklich so, dass es für ihn jetzt kein Weltuntergang wäre. Er macht ja nicht mal seine eigene Sportart, kein reiner Boxer. Und deswegen glaube ich, dass einfach Floyd Mayweather noch mehr Druck hat. Und solche Leute, die sind in Drucksituationen noch besser. Die geben wirklich unter Druck noch mehr Gas. Deswegen habe ich auch 10.000 Euro gesetzt. Put your money where your mouth is. Auf Floyd Mayweather. Ich gebe dir sogar in der Theorie recht. Ich glaube sogar, dass die Argumentation vollkommen richtig ist. Weil ich sehe es eigentlich genauso. Aber ich glaube, dass McGregor gewinnt, weil am Ende doch der innere Wille und Kampfgeist zählt. Bin ich so deep drin in dem Thema. Wir sind keine absoluten Fachleute. Also wirklich gar keine Fachleute. Ich habe mir beide mal angeguckt und ich muss echt sagen, Mayweather ist so ein richtiges Großmaul. Ich finde ihn so richtig arrogant. Der McGregor ist für mich so einer, ist ein Kämpfer. In mir steckt auch ein Kämpferherz. Also ich habe nicht 10.000 Euro noch nicht gesetzt. Ja, vielleicht mache ich das noch. Aber ich würde sagen, er gewinnt das Ding. Auch wenn ich dir, wie gesagt, in der Theorie so errechnen würde. Und übrigens wegen bezüglich Druck. Der McGregor verliert, glaube ich, 63 Millionen. Sollte er aus dem MMA irgendeinen Kampf oder so anwenden, der nicht das reine Boxen ist. Ich kann mir vorstellen, dass das schon Druck ist, weil du kennst es ja so zu kämpfen, wie du immer kämpfst. Und auf einmal darfst du nur boxen. Wenn er einen Move benutzen sollte, verliert er, glaube ich, 63 Minuten. Was können jetzt die Zuschauer daraus mitnehmen, um erfolgreicher im Leben zu werden? Welche Punkte kann man sich von solchen High-Performern, von den allerbesten der Besten, abschauen? Was ich richtig krass finde, ist, dass so viel auf dem Spiel steht. Sense of Urgency, also diese Dringlichkeit, ist extrem wichtig. Du startest dein eigenes Business und du hast ja auf einmal niemanden, mit dem mir sagt, was du zu tun hast. Niemand ist da, der sagt, hey, pass auf, du musst die und die Aufgaben machen, um die Prüfung zu bestehen und dann kommst du durch. Auf einmal bist du dein eigener Chef. Ob du eine Stunde, gar keine Stunden oder 20 Stunden am Tag für dein Business was tust, nobody cares. Und das ist halt so wichtig, dass man sich selber diese Dringlichkeit hervorruft, im Endeffekt, was zu machen. Weil ganz ehrlich, jeder kennt das. Aus der Schule oder so, morgen früh wird die Prüfung geschrieben und den Abend davor sitzt du da und sagst, okay, wenn ich jetzt nichts mache, dann habe ich echt keine Chance. Und auf einmal setzt du dich hin und lernst den Stoff, den normalerweise du in Wochen eigentlich hättest lernen sollen, innerhalb von ein paar Stunden, sitzt am nächsten Tag da und irgendwie kommst du dann doch durch. Das ist halt dieser Druck, den man braucht. Und was ich wirklich für mich gelernt habe, ist, sich selber klar zu machen, wie nah wir eigentlich alle am Tod sind. Du vielleicht, aber ich. Also, ich ernähre mich vegan, Leute. Wenn man sich wirklich klar macht, dass eigentlich jeder Tag 24 Stunden hat und dass jeder Tag du aber 24 Stunden näher an den Tod kommst, dann wird dir eigentlich wirklich klar, wie wichtig jeder einzelne Tag ist. Wenn du ein eigenes Business großziehen willst und du wirklich die Vision hast, irgendwann habe ich diese 3-5% in meiner Branche, dann darfst du keinen Day off machen am Anfang. Du darfst keinen Tag aufmachen. Ich kenne das selber damals, ja, ich habe irgendwie mein erstes Sale gemacht. Und ich dachte so, oh, geil, okay, wird jetzt immer so laufen. In dem Moment, wo du dich zurücklehnst, hast du eigentlich schon verloren, weil heutzutage ist so, wenn du einen Tag stehen bleibst, verlierst du das Ding. Wenn du einen Tag stehen bleibst, drop down. Dieser Kampf, ja, einfach so viele Mios, die da auf dem Spiel stehen, diese Dringlichkeit für jeden im Endeffekt zu gewinnen, sei es jetzt aus monetärer Sichtweise oder vielleicht bei Mayweather sogar, weil er echt eine Menge Ehre zu verlieren hat, eine Menge Stolz zu verlieren. Ich meine, das erste Mal zu verlieren, ist halt schon krass. Das gegen jemanden, der nicht mal in seiner Branche ist, da denkst du dir schon so, okay, da muss ich echt alles reinpacken. Das finde ich halt so geil, dass im Endeffekt die Leute sich den Kampf auch angucken, weil so viel auf dem Spiel steht. Ich gucke nie Deutschland-Spiele, aber das Finale gucke ich. Warum? Weil was auf dem Spiel steht. Weil du was zu gewinnen hast. Weil die Dringlichkeit da ist, wenn du das gewinnst, bist du zum Beispiel Meister. Das finde ich halt mega cool. Beides Multi-Millionäre. Alle Autos, alles, was man sich vorstellen kann, Cribs, Freunde, alles, was man sich vorstellen kann. Ich höre so viele, die sagen, hey, wenn ich mal das und das habe, dann lege ich mich zurück und chill. Ich habe mir Dokus über beide Fighter angesehen.
Beide stehen morgens 4 oder 5 Uhr auf. Ja? Beide haben einen brutalen Ernährungsplan, Trainingsplan. Beide haben in jedem Bereich die allerheftigsten Coaches. Die strukturieren ihren Tag und ihr Umfeld wirklich so, dass sie eine Niederlage fast unmöglich machen. Zum Beispiel, da gab es so eine Folge von Cribs von Conor McGregor. Es durfte nichts ins Haus rein, was nicht dem Ernährungsplan entsprochen hat. Alles war perfekt angeordnet, alles perfekt bio. Die Köchin wusste ganz genau, zu welcher Uhrzeit was gemacht werden muss. Unterschiedliche Coaches, die kamen zu der und der Uhrzeit. Alle seine Autos, sein ganzes Zeug erstmal für die Zeit weggetan. Weil er gesagt hat, no distractions, keine Ablenkungen. Das machen die beiden und die arbeiten noch viel härter und noch viel krasser als jeder andere, obwohl man eigentlich sich sagt, hey, die könnten doch jetzt eigentlich chillen. Ja, und drumherum ist jetzt wieder die Show. Und alle sehen am Ende den Kampf, aber niemand sieht oder die wenigsten sehen die Vorbereitung dafür, was wirklich die Arbeit war, die dahinter steckt. Alle sagen am Ende, Mensch, da hat er sich treffen lassen, was für ein Idiot oder so. Aber da stecken Monate Vorbereitung drin, da steckt so viel Druck drin, der selber gemacht wurde, um auf dieses Ereignis hinzuarbeiten. Niemand kann wirklich, glaube ich, einschätzen, wie viel Blut, Schweiß und Tränen wirklich das sind. Und jetzt noch ein weiterer Punkt, warum ich die beiden Jungs total geil finde. Beide haben verstanden, gut zu sein allein reicht nicht. Sie müssen sich beide vermarkten. Die bauen das so krass auf. Die betreiben so heftiges Marketing, so krassen Vertrieb, so krasses Branding. Bauen sie solche Marken auf. Ich muss mich vermarkten, ich muss mich promoten, ich muss eine Brand bauen, ich muss Business machen. Ich will auch nicht wie irgend jetzt ein anderer Sportler nach ein paar Jahren wieder pleite sein. Zum Beispiel Conor, der macht ja wirklich alles. Eigene Klamottenline, eigene Luxusautovermietung. Wirklich krasse Business-Leute. Vorbilder eigentlich in jedem Bereich, wenn du es so nimmst. Das ist das Ding. Am Ende ist es natürlich ein geiles sportliches Ereignis. Ja, wir freuen uns auch beide drauf, wir werden uns den auch anschauen. Aber dahinter steckt halt einfach ein Imperium und einfach ein Riesen-Mind, ein Riesending, was da aufgebaut wurde. Das ist echt, wenn man es mal aus unternehmerischer Sicht beleuchtet, extrem spannendes Spektakel. Nicht nur die paar Runden im Kampf, sondern auch vor allen Dingen alles, was danach passiert und vor allem auch das, was, glaube ich, alles davor passiert ist. Und mich interessiert einfach die Person, deren Werdegang, deren Strategien, deren Mindset. Und wer mehr solche Sachen erfahren will, das ist genau unser Themengebiet. Könnt uns beide abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, viel Spaß beim Kampf.